Goddamn! Normalster Abend auf einem Geburtstag mit Familie. Irgendwas muss immer eskalieren. Und damit ein herzliches Moin Moin! Wo wir gerade so bei lustigen Spielen mit der Familie sind, die hier spielen so ein XXL Jenga. Und er hier kann wirklich alles, außer zu verlieren. Das Wort verlieren existiert nicht in seiner Welt. Deswegen ist er auch ultra am Tryharden hier, obwohl sie das nur zum Spaß spielen. Break a finger. Oh. Er macht einfach Karateschlag. Oh. 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 Oder what the f? Wie konnte das passieren? Ich sag doch, er übertreibt. Es gab keinen Wettbewerb oder so und trotzdem musste er mit seinem Leben reingrinden, damit er gewinnt. Ja, hat gut geklappt, ne? Dieser Schrei von ihm, als er ganz genau wusste, oh, ich bin am Arsch, wieso hab ich das getan? Okay, ich habe wirklich die ehrenlosesten Jungs gefunden. Und zwar, sie wohnen in einem Studentenheim. Und gerade stehen die Prüfungen an für paar Leute da. Und die machen es sich zur Aufgabe, den Leuten, die unter denen wohnen, das Lernen zum absoluten Albtraum zu machen. Ey, na, wie geil. Die da unten wollen einfach nur entspannt lernen und hören den ganzen Tag diese Geräusche über sich. Der Stuhl ist wirklich der Endgegner. Viel Spaß beim Lernen und viel Glück in der Prüfung. Guck mal, für die ist das so ein bisschen Spaß. Aber wegen denen verkackt wirklich jemand noch seine Prüfung, bekommt dann Depressionen und dadurch ein richtiges Scheißleben. Naja, was soll's. Dieser Mann hier ist gefangen in seinem Autospiel. Man, this has some pickup to it. It's not the best at turning. Oh, is this a turn right here? Shoot, crap. Everyone, hang on. I'm sorry. I love you. I love you so much. I'm so sorry. Er ist wirklich so tief drin, dass er sogar die Crashs mitmacht. Thank you so much. I'm so sorry. Das sah einfach so realistisch aus. Ja, besser bleibst du auch in diesem Simulator. Haltet den Jahr fern von den Straßen. Sleeping Water Prank. Weinender Emoji. Weinender Emoji. Weinender Emoji. Thirsty. Oh, haha. Der Junge wurde so aus dem Schlaf gerissen, dass er rausrennen wollte. Ja, leider falsche Seite erwischt, Mann. Die Tür war da drüben. Wie stumpf er da an die Wand klatscht. Prank ist auf jeden Fall gelungen. Guess my favorite car. Okay, okay. Also wir müssen erraten, welches Auto sein Lieblingsauto ist. Mal schauen, ob wir das merken. Keine Ahnung. Also ich habe gerade so das Gefühl, dass jedes Auto dein Lieblingsauto ist. Okay, 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 ich weiß, welches Auto sein Lieblingsauto ist. Der Bruder hat kurz für dieses Auto die Soundbarriere durchbrochen. Ja, okay. Also, konntet ihr es erraten, welches Auto sein Lieblingsauto ist? Naja, ich glaube das hier. Wer auch immer neben diesem Typen saß, mein Beileid. Yep. Go, go, dig him, dig him. Ja, wie es mal wieder typisch für ein Bennett-Video ist, diese Jungs haben mal wieder einen genialen Streich vor. Und zwar, was für ein Streich? Natürlich ein Klingelstreich. Und guckt mal, wie aufwendig dieser Klingelstreich ist. Der Typ steigt sogar auf das Auto von seinem Homie, nur um auf den Balkon zu kommen, um dann an der Scheibe zu klopfen. Ding him, ding him. Dylan, get in the car. 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 Dylan, Dylan, get in the car. Hey, give me that shit. Dip, 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 dip. Oh mein Gott. Also wer solche Freunde hat, braucht echt keine Feinde mehr. Der Typ da oben tut mir so leid, ne? Er ist eigentlich der Typ, er hat die Eier in der Hose, der wurde bestimmt dazu gedrängt und klopft da oben an der Tür, steigt extra da oben drauf und dann fahren einfach seine Jungs weg. Ey, das ist echt ekelhaft, ne? Er ist da oben jetzt einfach stuck. Das ist echt ekelhaft. Ja, was soll man dazu noch sagen? Das indirekte Karma hat geregelt, was wohl mit ihm passiert ist, als da jemand rausgekommen ist und er das erklären musste. Okay, ich habe das nächste Quiz für euch. Ihr müsst erraten, welche Nationalität dieser Mann hier im nächsten Video hat.
Ja, natürlich ist er Deutscher. Natürlich ist er ein deutscher Mann. Er ist früh aufgestanden und hat sich dazu entschieden, jetzt einfach Speedrun zu machen im Liegenbelegen. Das erinnert mich einfach so an meine Mom damals. Ich weiß noch, als wir damals mit der Familie im Ägyptenurlaub waren. Meine Mutter ist real talk 10 Minuten vor um 6 aufgestanden, um schon die Handtücher auszubreiten. Ja, okay, das ist vielleicht ein Allmann-Verhalten, aber ich sag euch ehrlich, ich hab's enjoyed, die guten Liegen zu bekommen. Oh mein Gott. Dieses Video hat so eine Wendung genommen, die ich nicht erwartet habe. Classic Festival. Und wo wir gerade schon bei Festivals und guter Musik sind, ich habe hier ein Video gefunden von einer Party. Und bei dieser Party hat es draußen geregnet und über der Tanzfläche wurde eine Plane aufgespannt. Dadurch hat sich das Regenwasser in der Plane gesammelt. Und leider Gottes mussten irgendwelche Leute auf die Idee kommen, hey, lasst mal einfach das Regenwasser aus der Plane rausbekommen. Und das kam dabei rum. Ja, da ist die Plane und da sind die Leute mit einem Stock und ja, sie drücken jetzt halt das Regenwasser raus. Ich meine, was soll schon passieren? Ach du heilige Scheiße. Ein dickes F an diesem DJ. Der Bruder hat da bestimmt freiwillig gespielt und jetzt ist sein komplettes Equip voller Wasser. Alles am Arsch, die Party ist danach vorbei und vor allem ist auch die Karriere von dem DJ vorbei. Die wollten sich einen lustigen Spaß machen und jetzt ist der DJ am Arsch. Ey, das tut mir so leid, ne? Ich habe so in den Kommentaren ein bisschen gelesen und da meinten die Leute wirklich, dass das Equipment so 10.000 bis 15.000 Euro kostet, allein nur die Mixer, die da stehen. Und jetzt ist da Wasser draufgekommen, ach du Scheiße. Die Stille danach war so lang. Richard von Weizsäcker, Berufskolleg. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ah! Soll ich dir mal den Besuch zeigen? Ja, ja. Mit unser Freund, Tobias. Was für Tobias? Das ist eine Taube. Wo habt ihr die Taube herbekommen? Ja. Und Tobias. Wo ist Salam? Der Lehrer denkt sich auch nur gerade, oh mein Gott, wofür habe ich eigentlich 7 Jahre studiert? Was macht der? Wie jetzt? Er raucht Zigaretten und Joints. Was labert ihr? Das ist eine verfickte Taube, die gerade eben noch 10 Minuten in deiner Tasche geschlummert hat. Also ich will nichts sagen, aber ihr wisst ganz genau, auf welcher Schule sowas passiert. Natürlich auf der Hauptschule in Duisburg. Wo auch sonst? Als ob auf einem Gymnasium irgendein Schüler eine Taube mit in den Unterricht bringt. Also wenn ich das so sehe, wie der Schüler seinem Lehrer eine Taube zeigt, die er gerade auf dem Pausenhof gefunden hat, dann bin ich mir 100% sicher, dass wir in einer Simulation leben. Und wo wir gerade schon so über Schüler und Lehrer reden, also ich muss ja von mir sagen, ich war damals immer ein anständiger Schüler. Tatsächlich war ich sogar auf einem Gymnasium und habe Abitur. Ja, 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 euer Bennett hat Schule durchgezogen und ich war immer so mit den Lehrern. Und ich weiß ja nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich kenne da auf jeden Fall ein paar Leute, die sind immer richtig geraged mit dem Lehrer. You know that I'm not. That's what you mean. You know that. You know what I mean, Dana. You know that I'm not that well for you. Now get out of my room. Okay, okay, beruhig dich. Komm runter. Was ist passiert? Es ist nur Schule. Nichts Wichtiges eigentlich. Spaß beiseite, Schule ist wichtig. Zieht das wirklich durch, Leute, auch wenn ihr keinen Bock habt. Ihr wollt doch nicht irgendwie, keine Ahnung, auf irgendeinem Skaterpark mit einer Elfbar im Mund enden. Oder? Nein, das wollt ihr ganz sicher nicht. Deswegen grindet immer rein ins Leben. Und Schule gehört leider dazu. Ansonsten endet ihr noch hier. Oh mein Gott, ich habe sowas damals in der Schule geliebt. Wirklich, es ist zwar nur so 2-3 Mal im Schuljahr passiert, aber diese Momente, wo ein Lehrer sich mit den Schülern angelegt hat und es so richtig Streit, richtig Beef, richtige Eskalation gab, war immer das Highlight des Schuljahres. Ihr könnt mir ja mal gerne eure krasseste Erfahrung mit einem Lehrer in eurer Schule in die Kommentare schreiben. Ach ja, und übrigens, ich habe noch eine andere Information für euch. Das Video ist hiermit vorbei und alle, die bis hierhin geschaut haben, müssen einen Like auf das Video geben. Ansonsten bekommt ihr in den nächsten 10 Jahren keine Freundin.
Deswegen tut es lieber. Wirklich, tut es lieber. Ich danke euch mal wieder fürs Zuschauen. Ich küsse doch wirklich euren Arsch, wenn ihr wirklich bis hierhin geschaut habt. Wir sehen uns morgen pünktlich um 14 Uhr. Bye, bye.